Die Pause ist vorbei, es ist wieder leise da auf dem Rebhausplatz. Die Leute haben Kuchen gegessen und Wein getrunken. Wobei nicht so viel Wein, weil es ist einfach zu heiß, ehrlich gesagt. Der Rotwein ist natürlich stehen geblieben, ist ja klar. Wenn, dann wurde er weißer getrunken. Es ist Freitag, der 28. September. Heute haben wir nochmals einen Wimmertag diese Woche und es gibt viel zum Vorbereiten und da nehme ich euch mal mit. Und etwas Frisches, einen frischen Kuchen ist natürlich immer genial. Eine Pause haben wir uns jetzt verdient. Der Kuchen ist gebacken, der Kaffee ist gemacht. Oh, und die Sonne scheint wieder. Mal schauen, ob mein Mann Zeit hat für einen Kaffee. Schätzle? Kaffee? Pause, Pause. Hallo. Hi. Hey, so, Kaffee. Danke. Wie sieht es bei dir aus? Oh, du hast rote Hände. Schaut euch diese Hände an. Meine Güte. Wow. Das ist richtig gute Farbe dieses Jahr. Danke für den Kaffee. Bitte schön. Mm. Hast du noch lange an der Presse? Ich bin am Pressen. Alles nass ich mit meinen Hausschuhen. Scheiße. Ich sehe jetzt die zweite Presse. Jetzt ist der Bienenwader, in den wir letzte Woche geschnitten haben. Super. Oh. Geht, es geht, es geht. Und du bist bereit, alles gemacht? Ja, Kuchen ist gebacken, Kaffee ist gemacht und jetzt muss ich noch das Auto laden. Ja, kann bald losgehen. Was macht man nicht ohne Frau? Hä? Wenn sie nicht will, Fiske nicht will, könnt ihr gar nicht alles machen. Tja. Gut, aber ohne Mann wäre es auch ein bisschen schwierig. Ja, es braucht immer zwei. Das ist so, ja. Pinot Noir. Und dieses Jahr hat es eine richtig schöne Farbe, so dunkel. Und das ist, was ich gerne habe beim Pinot. Der Saft fällt schon wieder raus. Das sieht immer so spannend aus. Wahnsinn. So, ich gehe noch das Auto laden. Bist du noch ein bisschen beschäftigt? Ja. Und also, nein. So, wir müssen noch das Auto. Wir müssen noch das Auto laden. Denn wir sind ja nicht immer zu Hause auf dem Platz am Pause machen. Das verschiebt sich jedes Mal, kommt immer darauf an, in welcher Lage wir sind. Und jetzt muss ich noch die Bänke einladen und die Kiste und das Mineral und überhaupt. Ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass wir ja um das Rebhaus schneiden und da brauche ich die Bänke gar nicht und den Tisch, denn wir machen dort oben Pause. Ha! Die Pause ist schon im vollen Gange. Ich habe den Zeitpunkt ein bisschen verpasst mit Filmen. Mein Fehler, sorry, aber wie ihr seht, ich mache es jetzt einfach so, damit wir die anderen nicht zu sehr stören. Wir haben natürlich alles von Mineralwasser, Kuchen und Wein, wie letztes Mal schon gesagt. Und sie sind jetzt am Genießen, unsere Wimmerleute. Ich hole mir jetzt auch einen Kaffee und ein Mineral, denn es ist sowas von heiß, es ist Wahnsinn. Also bis später. Tschüss.
an. Wir nehmen jetzt noch die vollen Kübel zusammen im Redberg, die die Leute bereits vor der Pause schon geschnitten haben. Ich werde nachher auch noch dazu stoßen und nur ein bisschen Trauben schneiden. Und die Leute sind schon wieder fleißiger, wie die Bienen im Redberg. So, jetzt schneiden wir noch ein paar Trauben. Sieht jetzt aus, als ob ich total am Arbeiten wäre. Ich habe jetzt nur angefangen, das Becken, das Waschbecken zu putzen. Mein Schwiegervater hat im Fall die ganzen Kübel gewaschen. Ich war das nicht. Nicht, dass es nur schön aussieht, ich finde, es ist eine Pause. Alles wieder geputzt, also ein Teil mal. Und der Feierabend kann bald kommen. Da hat man das Gefühl, dass das Becken sauber ist und da tauchen wieder x Traubenkernen auf. Das ist immer mühsam. So. Also das mit dem Putzen ist so eine Sache. Denn man muss vor dem Arbeiten putzen, nach dem Arbeiten putzen. Und das braucht so viel Zeit, das ist Wahnsinn, also fast gleich viel Zeit, wie eigentlich das Düngen selbst. Geht bei dir? Ja, ja, manchmal wird es noch ein bisschen nass, aber das geht schon. Das ist das, was übrig bleibt nach einem ganzen Nachmittag. Trauben ernten, das ist das, was abspricht. Bist du zufrieden? Ja, wunderbar. Machst du tiptop. Sie hat sich stets Mühe gegeben. Das sagst du. Andi? Ja? Was machst du? Saftabzug. Er schaut sich das Ergebnis von heute an. Wow! Hä? Das hat mir alles... geil! Und das ist nur eine Stande. Hey, wir haben zwei von diesen Dingern heute geschnitten. Seht ihr? Das ist der Traubensaft. Okay, dieses Jahr ist es extrem rot, aber Wahnsinn. Eigentlich meistens ist er hell. Also nach der Gärung wird er recht klar. Dann ziehen wir sofort raus, damit der Rotwein viel mehr Extrakt und Farbe hat. Eben, das ist ein bisschen ein kleines Geheimnis. Das könnt ihr nachschauen. Hier oben ist der Film verlinkt. Und ja, schau, Biska, willst du mal ein bisschen probieren? Sehr fein. Der hat jetzt was hat der, 100, fast 110 Öchsle gehalten. Ein wunderbarer Saft, den es da gibt und natürlich nachher auch Wein. Ja, so. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich geschlaucht auf der Schnörre, sagt man so gut auf Zürich-Deutsch. Ja. Nein, wir sind also Biska hat einen ganz tollen Job gemacht heute. Also Biska macht jetzt mal einen grossen Job. Sie unterstützt mich richtig fest und gibt Biska einen Daumen nach oben. Ich mache das, unterstütze Biska und sage, ja, das hast du super gemacht. Einen Daumen nach oben. Das ist so kitschig, Hilfe! Nein, das ist wichtig. Das okay. Ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Für mich ist das wichtig, als Winzer eine starke Frau an meiner Seite zu haben. Das ist für mich schon. Danke dir. Dankeschön. Ich bin sprachlos. Also nicht vergessen. Okay. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut und wir sagen Tschüss.